Nee, der soll nicht plündern, der soll Wache machen hier. Er soll plündern. So, wäre jetzt ein Ding geworden. Das wäre ein Ding geworden. Wir gehen ins kleine Lagerhaus. Nehmen in das kleine Haus, nehmen die Brechstange mit und die Schaufel. Ja, was ist das? So, mach mal. Das macht doch immer viel Krach, ne? Mit Medizin haben wir jetzt aber in letzter Zeit ein richtiges Problem. Ist das das mit den... Das ist das mit den Brüdern, ne? Wieso gibt er mir hier an, mit der Schaufel zuzuschlagen? Im Notfall würde ich mit der Brechstange zuschlagen. Geh mal dahin. Gehst du hoch. Jetzt ist wieder spannend. Da guck mal da rein. Ist nix. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, weil das tut mir leid. Muss so sein, muss sein. Oh, fuck. Oh shit. Der hat eine Waffe gehabt. Oh nein. Und wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Und was ist passiert? Anton blutet. Er sieht so aus, als würde er nicht überleben. Marco wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Oh, fuck. Meine beste Freundin macht sich immer große Sorgen. Eines Tages rief sie mich ganz erschrocken an. Draußen herrscht ein Krawall. Die Befürworter der Abspaltung hetzten die Leute dazu auf, das Rathaus abzufackeln. Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte. Und ich hatte recht. Nichts passierte. Zumindest damals. Sogar als täglich von Krawallen und Kämpfen berichtet wurde, versicherte ich ihr, dass dies alles bald vorbei sein würde. Ja. Für Marco ist das schon vorbei. So eine Scheiße. Ja, wir haben keine Kippen. Du wolltest doch eben sprechen. Sie haben Marco getötet. Werden sie uns alle umbringen? Nein. Jetzt will er sprechen. Komm, mach mal. Leg dich ins Bett. Er hat Wache gehalten, hat ja nichts gebracht. Er ist am Verhungern, der Anton.
holt mir Medikamente, ihr braucht mich. Nein, wir brauchen dich nicht. Hier steht's. Schluss mit Enttäuschung, ich bin nur ein alter Trottel, der von nichts eine Ahnung hat. Ich bin so dankbar für eure Gesellschaft, ja. Was ist denn im Krieg? Was viel Aufwand ist. Alte, gebrechliche, Unverwundete. Deswegen gab es ja auch diese Minen damals im Krieg, die die Menschen nicht umgebracht haben, sondern sie verwundet haben. Dadurch wurde der Aufwand stark erhöht, den der Gegner hatte. Wer ist da? Der Händler. Bruno ist außerdem auch noch hungrig. Komm, geh mal da hoch. Ach, jetzt sprechen die. Das kann man nämlich nicht. Soll ich jetzt den... Nee. Ich wusste, dass die da irgendwie eine Waffe haben. Wenn da junge Kinder mit dabei sind, also Söhne, dann ist da eine Waffe im Spiel. So, mein Käse, geh mal da hoch, Marco. Herr Bruno. Hungrig, krank und deprimiert. Jetzt haben wir natürlich auch keine Teile bekommen, die hat er ja alle verloren, ne? So ein Mist. Was hast du denn? Da sind Medikamente, da sind diese Kräuter, hier ist was zu essen. Ja. Was war das? Düngemittel. Ihr Kaffee ist doch... Scheiße. Das können wir eh noch nicht machen, komm. Auch nicht. Was mit der Elektronik? Zucker? Hier, Schmuck. Jetzt wird's aber ätzend, jetzt wird's ätzend. Nee. Weg. Einmal weg. Sprit. Okay. Warte. Geht er noch ein weniger? Nee. Geht nicht. Dann gehen wir dem. Gut. Jetzt haben wir Essen. Tschüss, Tür zu. Essen. Essen. Gebe ich ihm was oder gebe ich ihm nichts? Der will schon wieder reden. Der ist hungrig, leicht verletzt und deprimiert. Hungrig, krank ist er auch noch. Was ist? Ich muss Medikamente für meine Freunde finden. Komm, was wolle. Das ist eine Bandage, das sind keine Medikamente. Warum mussten sie Marco töten? Was für eine schreckliche Verschwendung von Leben. Ja. Leute. Ja, leg dich ins Bett. Sauf was, komm. Depri, trink mal was. Ah, guck mal, immer noch hungrig. Von hungrig auf immer noch hungrig. Aber mit Bruno, mit dem Betrunkenen, gehen wir jetzt plündern.
krank und deprimiert? Nee. Er schiebt Wache, er bleibt halt im Bett. Wir gehen plündern. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt vom Banditen geplündert. Trotzdem ist es immer noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Kurt. Oh, Moment. Wenn es noch in Betrieb ist... Oh, der hat ja auch eine Brechstange und unsere Schaufel dabei gehabt. Oh, nee. Oh, fuck. Okay, jetzt haben wir aber ein richtiges Problem. Was essen? Das soll in Betrieb sein. Der sieht doch gar nicht so fit aus. Er ist krank. Was hat er denn? Oh oh. Militär, schusssichere Weste. Stellt sich jetzt die Frage, ist der jetzt nur zum Bewachen des Krankenhauses da und schießt nicht? Oder ist der feindselig? Okay, die kann uns behandeln, aber dann ist ja... Moment. Dann können wir doch dann... Warte mal. Jetzt gehe ich zu dem hin. Falls sie irgendwelche Medikamente oder Bandagen haben, kaufe ich sie ihnen ab. Okay, die kauft er uns ab. Was hat der? Der hat... Habe ich aber nicht. Wenn sie nicht helfen wollen, dann stören sie zumindest nicht. Ja, will ich ja nicht. Ich will nicht stören. Ich geh mal da hoch. Aber behandeln tut mich dann nur die Alte, die eben den Koffer da hatte. Okay, wie sehe ich das? Das macht die ja wohl nicht für kostenlos, oder? Ich kann von Glück reden, dass sie mich hospitalisiert haben. Du schreibst jetzt aber nicht, dass ich hier was plündere, oder? Ich nehme ja nichts raus. Was war das? Düngemittel. Machen wir das weg. Nehmen wir das mit. Aber wenn das ja noch im Betrieb ist... Dann brauchen wir doch hier nicht so rum. Da ist er doch. Jetzt gehe ich da mal hin. Ich will das jetzt wissen. Geh mal zu der. Dem, der. Ich lüfte das Zimmer ein wenig. Da ist alles zerschossen. Brauchst nicht lüften. Wenn sich ihr Zustand verschlechtert, werde ich ihnen helfen. Sollte ich ja mit Opi hingehen? Falls er dann noch lebt? Ich hab jetzt das extra nicht genommen, damit das die Radau macht und der Typ von da unten kommt, ne? Hier, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, da tun wir den Zucker weg. Zack. Was ist das? Das war Tabak. Düngemittel, das haben wir alle mal. 0.30 Uhr. Gehen wir da hoch. Na gut, ich kann ja eigentlich auch rennen. Hier passiert ja nichts. Okay, der sieht gar nicht gut aus. Den mag ich nicht. Geh mal lieber wieder runter. Musst du mich behandeln? Die sehen nicht so aus. Okay, dann gehen wir mit dem Opa dahin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, kann mir den nicht merken. Komm. Geh nochmal dahin.
hier rein. Mach mal auf. Die nehmen wir mit. Aufpassen, dass hier keiner kommt. Verschlossen. Was steht denn da? Ein Auszug des Schadensberichts an einer Bombardierung. Allgemeinchirurgie. 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte. Neurologie. 13 Patienten, 0 Tote, 2 Kinderabteilung. 32 Tote. Intensivstation 9. Uiuiui. Wie geht das? Wie weit geht denn das? Okay, wir gehen. Alter. Alter. Scheiße. Anton hat den Unterschlupf verlassen. Anton hat uns in der Nacht verlassen. Wir glauben nicht, dass er zurückkehren wird. Wir wurden ausgeplündert. Oh Gott. Jetzt, wo Anton weg ist, können wir seinen Teil der Vorräte unter uns aufteilen. Er möchte nicht mit Pavel getötet werden. Vielleicht könnte er ja im Unterschlupf bleiben, während jemand anderes rausgeht, um nach Vorräten zu suchen. Ja, wer denn? Oh shit, oh shit. Der ist noch zu fit, um im Krankenhaus behandelt zu werden. Da war das nämlich doch eine Wache und die hat uns sofort erschossen. Ich krieg den Föhn. Okay, jetzt haben wir ein mächtiges Problem. Jetzt haben wir ein mächtiges Problem. Das ist die zweite Nacht hintereinander, wo wir keine Materialien reinholen konnten. Kein Essen, kein Nichts. Und sind alleine. Dank einiger Abwürfe an humanitären Hilfen ist Kaffee erneut im Pokémon verfügbar. Es ist zwar immer noch ein teures Gut, aber die Preise grenzen nicht mehr an Halsabschneiderei. Okay. Leg dich hin, weil in der Nacht gehen wir plündern. Kann ich jetzt nicht dran ändern. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Wir beenden den Tag. Kann doch nicht mehr müde sein. Wir müssen plündern gehen und wir können jetzt entweder alles oder nichts gehen ins Stadtkrankenhaus und klauen was. Wir haben kein... Die eine Hälfte in Ruine, die andere leben allerdings Leute. Sie scheinen fein. Oh Mann. Wollen wir nochmal in die Kirche gehen? Da ist aber das mit dem Schutt. Das ist eigentlich mit dem Reisebüro. Dieses kleine Luxushotel war früher Besitz des Reisebüros von Kron. Kurz nach der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen, hat verlauten lassen, dass er offene Tür... Dass er offene Tür Tauschhandel ist. Dass er offen für... Oh Gott, der Gott, Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas nützlich bei sich. So.
Jetzt pass auf. Fünf. Das nehmen wir mit zum Tauschen. So, lass mal gucken, Bruno. Er humpelt auch schon rum, aber er ist ja bandagiert. Ja, dann gleich mehr tauschen. Geh mal rein. So richtig rennen kann der natürlich nicht, wenn es hart auf hart kommt, ne? Haben wir denn noch was zum Essen? Ja, haben wir noch, ne? Wir brauchen was zum Bauen. Nee, das ist mir zu riskant. Wir haben ein paar Sachen gebaut, mitgenommen. Auf einmal zieht er wieder eine Waffe, wie der Typ vorhin. Und dann haben wir ein Problem. Tag 17. Sind wir ausgeraubt worden? Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist unser Unterstuf eingebrochen, hat unsere Sachen gestohlen. Dinge, die uns gestohlen wurden. Das Essen ist weg. Das Wasser ist weg. Essen und Wasser ist weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir noch Medikamente? Nein. Jetzt wird's hart. Hungrig, krank, verletzt, deprimiert und müde. Was scheiß drauf, wir werden alle sterben. Wenn die Angreifer das nächste Mal kommen, werden wir alle sterben. Ja, vielleicht hast du recht. Verdammt. An Vorräten kommt man so schwer heran. Sie haben das wenige mitgenommen, was wir hatten. Ja. Wir gehen in der Nacht ins Krankenhaus. Wir gehen ins Krankenhaus. Können wir hier noch was machen? Wir haben hier nichts. Wir haben hier keine Schaufel. Fischstange. Ja, wahrscheinlich. Es klopft da noch. Ist das wieder der Händler? Nee, ist er nicht. Geh mal hoch. Wer ist näher? Wieso nehmen sie es nicht? Ja, was denn? Die kommen ja. Mach die Tür auf. Haben sie einen Moment Zeit? Ja, habe ich. Ist hier gleich alles vorbei. Ich bin auf der Suche nach meiner Freundin Anna. Sie lebt vor dem Krieg hier. Ich hatte mir erhofft, sie hier zu finden. Sie ist schon immer etwas kränklich gewesen und an Medikamente kommt man immer schwer ran. Deshalb habe ich welche mitgebracht. Vielleicht könnten sie sie behalten und ihr geben, wenn sie zurückkommt. Ich kann Ihnen Folgendes geben. Anna? Ja, komm, gib her. Super, man sieht sich. Ja, servus. Danke. Tschüss.
Oh man, jetzt haben wir Medikamente. Selbst wenn sie kommen sollte, wir müssen ihr nicht sagen, dass der Junge ihre Medikamente hinterlassen hat. Wie soll sie die Wahrheit erfahren? Gar nicht. Und deswegen hauen wir uns jetzt auch so ein Ding da rein, bevor es in der Nacht wieder geklaut wird, weil wir müssen hier weg. Ja? Wir werden alle... Ja, ich weiß, dass wir sterben werden. Mach mal die Sprechblase da weg. Ich will noch... So ein Ding will ich auch noch. Ach so, okay. Ah, dann nicht wieder klauen. So, dann leg dich hin. Bis um 8. Sind 6 Stunden, 5,5. Bisschen erholen. Und den Tag beenden. Wir gehen ins Krankenhaus. Im Krankenhaus nehmen wir nichts mit, was das... Ja, gut, nee, doch. Brechen die wieder ein und dann ist das hier weg. So, hopp. Der kennt mich ja nicht. Sag mal, ich war doch gar nicht da. Was will er denn? Spinnt er? Ich glaube, das Krankenhaus ist für uns aktuell gestorben, wenn wir keine Waffe haben, oder? Sind wir ausgeplündert worden? Nein, die Nacht war ruhig. Nichts zu essen. Deprimido müde. Okay. Wir machen jetzt hier Schluss. Ja, ich muss hier immer am Tagesanfang aufhören. Am 18. Tag. Die letzten Tage waren sehr... Actionhaltig, sage ich erstmal so, es ist viel passiert. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Oder beides. Also, bis dann. Ciao, ciao.